Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren heute über die wirtschaftlichen Folgen der Covid-Pandemie. Die Problematik, die wir hier haben in der Wirtschaft, Herr Kommissar, ist weniger der Virus, sondern der politische Lockdown. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass der erste Lockdown richtig und gerechtfertigt war. All das, was dort letztes Jahr im März stattgefunden hat, würde ich heute auch wieder so machen mit dem Wissen, was ich damals hatte. Beim zweiten Lockdown müssen wir durchaus darüber reden, ob wir dort als Politik gut vorbereitet waren. Und wenn wir die wirtschaftliche Krise aus so einer Pandemie beherstellen wollen, kann man das ganz richtig machen, da bin ich völlig bei Ihnen, und den Markt mit Geld schwemmen. Aber man sollte auch, und da bin ich der festen Überzeugung, schauen, was wir machen müssen, um in zukünftigen Krisen halt nicht immer bei jeder Krise den Markt mit Geld zu schwemmen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Arbeitsplätze schaffen müssen, da bin ich bei Ihnen. Jedoch müssen auch neue Wirtschaftsgüter entstehen und hergestellt werden. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass wir hier aufpassen müssen, dass das viele Geld nicht zu Preissteigerung führt. Denn die Preissteigerung, sehr geehrter Herr Kommissar, führt nicht dazu, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern eher im Gegenteil. Was wir schaffen müssen, ist ähnlich wie bei den Autos. Alle Autos sind mit Airbags ausgestattet, so müssen auch alle Gebäude mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden. So brauchen wir neue Produktionsketten für Lüftungsanlagen, automatische Desinfizierungsgeräte und nicht nur die alten Ideen. Vielen Dank.